So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, im letzten Bad haben wir endlich den Wolkenpfad betreten und ich würde sagen, wir versuchen die Rätsel jetzt weiterhin zu lösen. Netterweise ist hier ein Psynigestein, den ich nicht brauche, wie ich gerade gemerkt habe. Aber ich betatsche ihn trotzdem mal, einfach weil ich es möchte. Yay! Und jetzt geht er kaputt. Kling! Ja, sie regenerieren einfach zu schnell. Die werden mir sowieso nie ausgehen. Mir ist auch aufgefallen, dass wir bisher noch gegen kein einziges Monster kämpfen mussten. Keine Ahnung, ob sich das noch ändern wird. Ob es überhaupt irgendwelche Wesen gibt. I don't know. Auf jeden Fall geht es jetzt hier noch eine Weile weiter, wie es mir scheint. Und es gibt tatsächlich einen Djinn hier, den ich auch verpassen kann. Allerdings ist der auch schwer zu übersehen. Da hatte ich ebenfalls richtig vermutet. Wow. That was so close. Schnell! Wow, und einfach rüber. Nice. Ich will noch mal kurz rechts gucken. Da ist wahrscheinlich zwar überhaupt nichts los. Nope. Und da ist nichts los. Oder so. Generell nichts los, wie mir scheint. Aber okay. Dann gehe ich einfach so hier rüber. Das scheint mir alles richtig zu sein. Ich weiß nicht mehr, ob es hier einen Boss gab. Also Gegner gibt es offensichtlich nicht. Bleibt nur die andere Frage. Was passiert, wenn ich Y drücke? Ach genau, dann wird das angezeigt. Wie nett, wie nett, wie nett. Ich muss da scheinbar genau in die Mitte rein, exakt durch diese elektrisierenden Kugeln, aber das sollte ja kein Problem sein. Easy. Gott, stell dir mal vor, man fällt da runter und dann stürzt man einfach in die Tiefe. Ewig weit, bis man auf den Boden aufkommt. Nee, nee, nee. Welch Abenteuer. Oh, cool. Eine große, lange Treppe. Ich wollte gerade ernsthaft, Leute, auf mein Fahrrad steigen, um mir schneller hochzufahren. Falsches Spiel, Herr Shumaru, aber trotzdem schön, dass ich dran gedacht habe. Und da ist auch schon der Gipfel. Das ist doch der Gipfel! Könnte man auf den Berg fallen, eventuell. Und wie es gerade aussieht, da wir uns immer näher kommen, müssen wir da auch drauf. Oh, wir sind drauf. Wie sind wir denn drauf? Wow, tschüss, Schropfgipfel. Beziehungsweise. Achso, wir sind jetzt endlich da. Aha. Puh, wir haben es endlich auf den Schropfgipfel geschafft. Ich glaube, wir treffen hier bald das erste Mal eine gewisse Person. Amitis Gesicht gerade nur einfach. Es sieht so aus, als ob diese Ruinen schon seit langem verlassen sind. Es ist so furchtbar still hier. Ah. Na? Ah. Ich synchronisiere gerade nur ihre Zeichen. Ja, hier oben lebt niemand. Wie kannst du dir da so sicher sein? Na, riech doch mal. Wenn noch jemand leben würde, dann würde es sicher nach Essen riechen. Ja. Oh je, ich fasse es nicht. Lass uns weitergehen, Matthew. Ignoriert Hyrule einfach. Okay. So, vorwärts. Die Ruinen am Schroffgipfel. Oh, jetzt schon wieder das Ding. Reise stets mit wachsamem Blick und wachstarkem Herzen. Aber hier gibt es auch garantiert Monster, oder? Das würde mich doch schwerst wundern. Das in der Mitte, das scheint nicht so ganz intakt zu sein. Sonne und Mondfusionen, Mond und Sonne. Der alte Spiegel zeigt nicht Matthew, sondern das Spiegelbild eines Zentauren. Mysteriös. Ich mag den Ort hier gerne. Wachstum, bitte einmal. Zack, können wir auch schon nach oben gehen. Da werden wir sicherlich etwas tiefer vordringen können. Sehr mysteriös. Wie krass das wäre, wenn man mal so eine, weiß nicht, wenn man mal so eine wirklich unerforschte Ruine erforschen konnte, das würde schon echt Spaß machen, müsste ich sagen. Sowas entdecken. Richtig heftig. Wäre zwar nicht ungefährlich, natürlich, man weiß ja nie, ob da noch jemand drin ist oder so, oder wie einsturzsicher das ist, ne, müsste man mal abwägen, aber mal egal, wie logisch oder wie unlogisch das ist, ist jetzt vollkommen egal, aber stell euch mal vor, ihr hättet so eine Ruine, wüsstet, da wohnt niemand drin und sie ist nicht einsturzgefährdet. Und dann dürftet ihr sie nach freiem Willen erforschen. Hätte das nicht was? Also ich fände, das wäre mega krass. So, was steht denn da Schönes? Unsere Heimstätte liegt begraben bis in alle Zeiten, doch noch steht euch ein Pfad offen. Ja, und ich sehe auch genau, wo der ist. Nämlich hier. Einfach mal das Engelchen zur Seite schieben und schon können wir hineingehen. Es scheint ja nicht sehr geräumig zu sein da drin. Und hier leben tatsächlich, hier lebt gar nichts, also auch keine Monster oder sonstiges. So.
Würmewind! Und schon haben wir das aktiviert. Wie wir es unten gesehen haben. Dreht es jetzt auch schon richtig? Gucken wir nochmal. Ah, I see, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Das reicht auch schon. Kann ich irgendwo runterspringen? Shortcut oder so? Nope. Nein, das ist mir nicht vergönnt. So. Und dann den Greifer auf R. Und einmal rüberziehen. Yay! Sehr, sehr nice. Na, kommt ihr drauf, was wir machen müssen? Ist ganz einfach. Und ihr seht auch schon, die grüne Umrandung heißt, dass es eine Art Transporter sein soll. So, komme ich da von hier aus dran? Mache ich das, wenn ich so ziehe? Achso, dann macht das automatisch. Okay, alles klar. Und das hängt erst davon ab, in welcher Position ich mich befinde. Ist immer noch ein Centaur abgebildet? Ein Centaure? Centaurumon? Nein. Also ja, ist es, aber nein im Sinne von, es hat sich nichts verändert. Das war nämlich die Frage, die ich mir gerade im Kopf gestellt habe. Flop. So, nun und nach unten. Grün am Schraubgipfel U1. Oh, wow. Ihr seht, hier gibt es eine Menge Räumlichkeiten. Löwe ist schon aktiviert und Wassermann ist schon aktiviert. Das Feuerelement und das Windelement. Also, nach unserer Mythologie meine ich jetzt natürlich, ne? Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie anders bei denen ist. Können wir da rein? Nee. Achso, das ist das Einzige, wo wir reingehen können. Na gut, dann gehen wir mal in den Raum des Löwen. In die Höhle des Löwen, quasi. Oh, da gibt's doch... Ah, wusste ich doch. Irgendwo muss es hier doch Monster geben. Kleine, putzige Feen, also. Ich glaube, die sind gar nicht so putzig. Weil die uns ziemlich ein Beef machen wollen. Aber das gucken wir dann mal. Ich kann jetzt eigentlich mal Gaia einsetzen, falls ich schnell genug bin und auch drankomme. Tornado! Ich wollte sagen, weil Wind ist bestimmt wieder deren Schwäche. Würde mich nicht wundern. Das haben nämlich diese Gegner so an sich. Mystera-Klinge. Oh, schön, nice. Good job. Die scheinen aber nicht so stark zu sein. Das heißt, ich kann eigentlich meine Psynergie ein bisschen sparen. Und da einfach so drauf zu kloppen, wie ich gerade lustig bin. Was haben wir hier? Nur die Flamme vermag den Appetit des Löwen zu stillen. Nur die Flamme. Okay, das ist ja ganz eindeutig. Plopp. So, und es brennt mein Feuer da. Auf immer und ewig. Und dann haben wir jetzt neue Sachen aktiviert. Ja, die Zwillinge. Ach so, ihr seht, dass es geht immer einen Schritt nach vorne scheinbar, die ganzen Flächen. Und je nachdem, wie viel wir aktiviert haben, kommen wir da ran. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass dem so ist. Schön. Ja, ich weiß, ich wurde gerade wieder spontan erinnert, warum ich diesen Ort so extrem cool finde. Ist einfach nur schön. Sehr atmosphärisch auch hier, das stimmt einfach alles. So, ich gehe mal zum Wassermann. Zum Wassermann. Der holt das Wasser ran. So. Was ich hier wohl tun muss, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da oben wird irgendwie eine Kiste festgehalten. Ich gucke mal, ob das auch so funktioniert. Kann ich hier stehen bleiben? Ganz schön auf den Greifer, den wir hier brauchen. Nein, weil ich draufstehe wahrscheinlich. Okay. Dann stellen wir uns hier hin. Und aktivieren dort den Greifer. Denn ich denke mal ganz stark, dass das so gedacht ist. Oder auch nicht. What? Nein, Gegner! Ein Knochenkämpfer. Nur einer. Der kriegt bestimmt noch so down, oder? Kampfpapier leuchtet. Sehr gut gemacht. Mystera-Klinge leuchtet. Alles leuchtet hier. Das war easy. Der hatte nicht den Hauch einer Chance. Okay, ich musste doch so stehen. Alles klar. Da war das richtig eben auch draußen. Ich war nicht mehr ganz sicher, ob das bedacht wurde, physikalisch gesehen. Feen erscheinen. Wisst ihr was? Du greifst die an. Du vernichtest einfach alle und du machst da und du verteidigst, weil du bestimmt eh nicht rankommen musst, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte mit allen verteidigen können, außer mit Chiara vielleicht. Sehr gut. Kann ich hier, kannst du mir verraten, was ich hier machen muss, Amiti? Also doch. Ich wollte gerade sagen, ein Löwenfeuerball, das haben wir ja eben schon gesehen. Funktioniert in dem Zusammenhang also auch, oder auch nicht? What? Von hier vielleicht? Ah. So.
Die holen wir uns aber erst auf dem Rückweg. Aber wenn wir schon mal hier sind, ne? Na, muss ich Wasser mal mit Regen füllen? Hebt das Gefäß empor und empfangt das Geschenk des Regens. Naturellement, das ist doch glatt erledigt. Ich sage, dachte mir schon, dass das hier nicht nach unserer Mythologie geht. Ist ja auch so an sich viel sinnvoller, ne? Sehr schön. Und damit hätten wir wieder etwas aktiviert. Boah, da haben wir ganz schön viel Wasser in den Pott gekippt. Na, wer kriegt jetzt wieder einen Punkt? Die Jungfrau. Ein Punkt für die Jungfrau und für die Waage einen weiteren Punkt. Fehlt ja nicht mehr viel. Und hier müsste irgendwo ein Gym sein noch. Ich glaube fest daran. So, aber vorerst das Ding wieder richtig rumschieben. Also richtig rumverhältnismäßig. Na, so rum, dass wir durch können. Um zu gucken, was da oben drin. Bestimmt eine krasse Waffe oder sowas. Oder eine krasse Rüstung. Oder ein krasser Gegner. Oder zwei krasse Gegner. Ups. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich eine Psynergie eingesetzt mit Tyrell. Aua. Ja, die machen aber auch gar nicht mal so wenig Schaden mit ihrem Gedöns. Wirkt aber nicht. Tyrell ist wahrscheinlich eher sein letztes dran. Nein, ist er nicht. War gerade schneller als Matthew? Ich weiß es nicht. Aber der trägt ja auch, glaube ich, immer noch dieses Geschwindigkeitshemd. Was ich ihm gebe. Und eine Rüstung, tatsächlich. Stachelrüstung. Oh, mein lieber Scholli. Es sieht ja schon mal sehr eindrucksvoll aus. Wer kann die denn tragen? Bestimmt Tyrell Matthew, ja, war klar. Ich gebe es mal Matthew. Was hast du dafür ausgezogen? Den Ixion-Panzer. Kann der irgendjemand anders anlegen noch? Nee. Da verzichte ich lieber auf einen Verteidigungspunkt und behalte meine 9 zusätzliche Geschwindigkeit oder wie viel das gerade war. Als andersrum. Gut. Was hat sich noch geöffnet? Was war das? Was war das? Was war das? Das ist der Löwe. Die Zwillinge, genau. Die Zwillinge erheben sich. Und hier müssen wir keine Rätsel lösen. Wir können einfach durchlatschen. Na gut, was muss ich hier... I see, ja. Ich kann es mir denken. Wahrscheinlich muss ich sie zusammenführen, ne? Die Zwillinge suchen einander, um sich Trost zu spenden. Und wenn ich sie da in so ein Loch schubse, kann ich mir vorstellen, dass das falsch ist. Aber... Ah, so ein Rätsel. Ja, da stehe ich ja auch total drauf. So ein Rätsel gab es schon mal in Golden Sun 2. So. Und ein ähnliches habe ich auch bei mir in Elements Destiny eingebaut. Ja, ja, ja. Sollte aber... Upsala. Sollte aber machbar sein. Wir dürfen keinen Zwilling in den Abgrund stürzen. Wie passend, dass wir ja gerade Project Zero spielen, nicht wahr? So. Oh, guck mal, das schiebt sich sogar viel schneller so. Okay. Sieht aber gut aus. Aber ich muss aber unten rum. Ja. Nochmal bitte. So, und jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Einmal noch hoch. Und dann haben wir es auch so gut wie geschafft. So, gerade keine Lust, die Psynergie zu verwenden. Schieben wir einfach so. Und da seid... Achso, okay, das reicht schon so. Cool. Herrlich. Und da aktiviert sich das Zahnrad im Hintergrund. Wir kriegen ein paar Punkte zugerechnet für die Jungfrau wieder. Auch wieder für die Waage. Let's see. Ja, und die Waage geht damit auch auf. Ring. Sehr schön. Gut, 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 gut. Das heißt also quasi, die Sternzeichen hier sind nicht wirklich nicht dem Element aus unserer Mythologie zugeordnet, sondern einfach... Ein Rätsel, was zu ihnen passt. Was ich persönlich auch in diesem Zusammenhang eher schöner finde, muss ich sagen. So, wo gehen wir zuerst rein? In die Waage, in die Jungfrau. Ja, erstmal in die Waage. Erst in die Waage. Okay. Leicht, aber man sieht schon, um was es hier geht. So, was kann ich hier für dich tun? Wahrscheinlich eher auf dem Rückweg interessant, weil ich die Statue runterschieben muss.
Die vier Engel suchen stets nach dem Gleichgewicht. Die vier Engel suchen nach dem Gleichgewicht. Okay. Und was kann ich sie überhaupt aktivieren? Amity. Wow, wow, wow. Hoppala. Hier ist mein Elektroschock gerade. Ja, verschieben also doch. Hm. Nach oben? Kann ich jetzt über den Kopf laufen? Nee. Ach so, I see. Ach, das ist interessant. Na, das ist ja interessant. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht da unten drauf latsche. What? So, komm mal her. Okay, der bleibt sogar da drauf. Und wir alle zusammen sind schwerer als diese eine Statue. Ergibt irgendwie Sinn. Was, warum? Hä? Ah, jetzt klappt's. Merkwürdig. Ich glaube, wir haben versehentlich B gedrückt gehalten oder so. Das könnte sein. So. Hm, Moment. Ich glaube, ich muss mich erst hier drauf stellen. Könnte ich mir vorstellen. Ha, vorstellen, dass ich mich da drauf stellen muss. Versteht ihr? Hm. So, aber jetzt sind wir alle zusammen bestimmt schwerer. Müssten wir eigentlich. Ja, cool. Das heißt, dann kann die andere da noch mit drauf. Und wir verduften uns von hier. Ja, das war auch sehr selbsterklärend. Was kriegt jetzt wieder ein paar Punkte? Wir haben ja schon einige. Da kriegt einmal Widder. Ist das Widder? Weiß nicht, ich kann sie noch kennen. Und Fische kriegen ein paar Punkte. Ich würde sagen, den Frau der Jungfrau. Den Frau der Jungfrau, Moment, den Raum der Jungfrau, den machen wir noch. Oh ne, für den Rückweg ist es auch nicht interessant, weil da noch so ein Runterspringding war. Und dann war es auch für den heutigen Part. Nein! Knochenkämpfer Deluxe! Aber ist egal. Wir bashen sie einfach alle um, weil scheinbar reichen zwei Angriffe ja aus. Die sind aber total zerbersten, wenn wir sie hauen. Die Armen, die Armen. Nee, komm, das reicht nicht aus diesmal. Ich bin schwerst beeindruckt. Damit die es auffallen, hat einfach zu viel ausgemacht beim letzten Mal. Aber was ist auf einmal los? Die hatten viel mehr aus, als ich vermutet hätte. Und als ich in Erinnerung hatte, so sage ich mal. Ah. Sehr schön. Könnten wir bitte mal ein bisschen Heilung bekommen, liebe Chiara? So, dankeschön. Wir brauchen sehr oft diesen Greifer hier. Das ist interessant. Und das sollte auch schon genügen. Also wir werden wieder attackiert von einer Fee, von einer einzelnen Fee. Ich glaube, es hackt. Bam. So, und weil es so hackt, hacke ich auf sie ein. Schön. Dann gucken wir noch mal, was wir hier erledigen müssen. Einfach umdrehen. Die Jungfrau wacht über all diejenigen, die Einlass begehren. Und wenn sie wacht, dann sollte sie mich vielleicht auch angucken, ne? Da hinten sehe ich auch irgendwie eine Pflanze. Ja, tatsächlich. Oh Gott. Da schrumpft das Ding. Das war simpel, wenn es das wirklich schon war. Oh, schön. Oh, das ist echt schön. Aber das war tatsächlich ziemlich simpel. Okay. Punkte für den Widder wieder, falls das der Widder ist. Sieht eher aus wie ein Schaf, aber das ist kein Sternzeichen. Das wäre merkwürdig, wenn es auf einmal was anderes wäre. Und Fische. Jawohl. Nice. Vielleicht war es auch ein Stier und ich habe es einfach nicht genau erkannt. Ist ja im Endeffekt auch Wurst. Wir kümmern uns nämlich im nächsten Part darum. Ich gehe aber noch zum Hauptraum zurück. So, kann ich ja zum Glück einfach hinlatschen. Schön. Tja, Leute, und würde sagen, das war erst einmal Golden Sun, die dunkle Dämmerung für heute. Im nächsten Part kümmern wir uns... Guck mal, warte, mal, das ist ein Stier eindeutig. Krebs. Skorpion, Schütze, Steinbock. Ja, das ist wirklich der Widder.
Okay. Im nächsten Part gehen wir in den Raum des Widders und danach in den Raum der Fische und schauen, was wir damit noch so freischalten. Und ja, ich bin gespannt und ich hoffe, dass wir noch einen Djinn finden. Bis dann, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter im Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Ciao.